Willkommen zur Medienkonferenz nach dem Spiel. Ich begrüße die beiden Trainer, begrüße Sie. Schön mit Distanz, das freut uns natürlich. Und bitte unseren Freund Joel Mania, bitte um seinen Kommentar. Ja, zuerst Gratulation an Ibe und Jerry Seoane für den Sieg. Ich denke, wir sind nicht so schlecht im Spiel in Ero, die ersten 20, 30 Minuten haben wir das gemacht, was wir wollten. Aber diese 8 Minuten vor dem Halbzeit sind für mich nicht erklärbar und das müssen wir die Lösung finden für das nächste Spiel. Und ich glaube, in der zweiten Halbzeit war keine Frage, wer auf dem Feld die bessere Mannschaft war. Kurz und knapp. Danke, Jerry. Herzliche Gratulation für den Sieg. Dein Kommentar bitte. Danke, Joel, für die Glückwünsche. Ja, in der Tat, die ersten 10, 15 Minuten haben wir gebraucht, um uns zu finden. Die Distanzen zwischen den Linien, zwischen den Spielern, durch die Rotationen, das war uns bewusst. Was mir aber trotzdem gefallen hat, wir waren von Anfang an aggressiv auf dem Mann, die Duelle angenommen, mal gewonnen, mal verloren, aber es war zu spüren, dass wir von Anfang an präsent waren, physisch und mental. Und nachher gab es eine Art Steigerungslauf, immer bessere Spielzüge, bessere Laufwege. Und ein schöner Sieg, sicher extrem hoch, eben durch diese 9 Minuten, wo praktisch jede Aktion ein Treffer. Das war natürlich ein bisschen glücklich. Schön, wieder ein paar Zuschauer im Stadion zu haben. Diese 1000 Zuschauer haben sich bemüht, die Mannschaft anzufeuern. Das haben wir auch gespürt. Und sicher auch erfreulich, dass wir wieder einige Spieler auf dem Platz sehen konnten, wie Sörensen, Kamara, Sierro, auch Elia Meschak wieder, Spieler, die länger nicht gespielt haben oder weniger gespielt haben. Schön, dass die wieder auf dem Platz sind. Besten Dank, Jerry. Bitte Ihre Fragen. Herr Seoane, können Sie etwas zu der Systemumstellung sagen? Wie ist es zu dem gekommen? Einerseits haben wir gewisse Reize setzen im spielerisch-taktischen Bereich, andererseits aber auch in der Frische, mental und physisch. Und wir haben immer betont, dass für uns die Gesamtheit des Kaders wichtig ist. Und so haben wir auch versucht, die Mannschaft einerseits auf Xamax einzustellen, damit dass wir mit 3 Stürmern die 3er-Kette, die also 5 kann werden, können unter Druck setzen. Gleichzeitig auch spielerische Elemente ins Spiel bringen, wie Gianluca Gaudino. Und so sind die Überlegungen gewesen. Sie haben die Spieler angesprochen, die zurückgekommen sind. Können Sie ganz speziell auf die Kamera eingehen? Wie haben Sie seine Leistung gesehen im Spiel? Ja, also das ist sicher einer von diesen Spielern, der kurze Anlaufzeit auch gebraucht hat, dass er sich diesen Distanzen gewöhnen kann. Es ist nie das gleiche ein Testspiel, es ist nie das gleiche ein internes Spiel wie ein Meisterschaftsspiel. Es ist ein höherer Rhythmus. Hat am Anfang ein, zwei kritische Szenen gegeben, wo vielleicht die Kommunikation noch nicht gut war. Nachher hat er sich gesteigert und er tut uns einfach von der Persönlichkeit gut. Und er ist jetzt praktisch 10 Monate oder 11 Monate alt gewesen. Und es ist ihm einfach hoch anzurechnen, wie er bis jetzt immer geschafft hat, dranbleiben ist, schwierige Zeiten gemacht hat. Und wir sind einfach überglücklich, dass er wieder auf dem Platz ist. Er hat einen starken Schlag bekommen, hat sich durchgebissen und war am Schluss sehr müde gewesen, aber glücklich, dass er wieder gespielt hat. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, besten Dank für das Erscheinen. Schönes Wochenende und wir sehen uns wieder Sonntag in einer Woche gegen Lugano. Danke vielmals.